Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauer zu Treffpunkt Gesundheit. Heute geht es bei uns um ein Thema, mit dem wahrscheinlich fast jeder einmal im Umfeld konfrontiert wird. Es geht um die Demenz. 1,5 Millionen Menschen etwa leiden in Deutschland unter einer Demenzerkrankung. Die meisten sind 85 Jahre und älter. Um mehr zu erfahren über dieses Thema, sind wir heute in der Reha-Klinik Kempten-Oberallgäu in Sonthofen zu Gast. Unser Experte ist Chefarzt Dr. Ronald Treiber. Grüß Gott, Herr Dr. Treiber. Grüß Gott. Eine große deutsche Zeitschrift hat jetzt erst einen großen Demenzartikel veröffentlicht und hier in dem Titelbild fand ich das sehr eindrucksvoll. Da hat sich eine demente Frau ihren Namen auf die Handfläche geschrieben. Das fand ich eindrucksvoll und auch traurig. Deswegen meine erste Frage, wie kann es denn sein, dass jemand seinen Namen vergisst und damit ja auch irgendwie seine Identität? Das ist interessant. Aus zwei Bereichen heraus im Prinzip, weil das eine, was Sie sagen, in den Medien ist das Thema immer präsenter, dass ein Patient seinen Namen vergisst, ist schon ein fortgeschrittenes Stadium einer Demenz. Also die Demenz ist ja definiert als kognitive Fähigkeiten, die verlustig gehen im Verlauf des Lebens. Das heißt, das ist auch eine ganz klare Abgrenzung zu einem behinderten Kind, was also ohne Fähigkeiten auf die Welt kommt oder mit eingeschränkten Fähigkeiten. Das ist per Definition keine Demenz, sondern eine Demenz liegt dann vor, wenn wir im Laufe des Lebens Fähigkeiten, also geistige Fähigkeiten, die wir mal hatten, wenn wir die wieder verlieren. Und das kommt in unserer Gesellschaft immer häufiger vor, vor allen Dingen deshalb, weil wir auch immer mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft haben und weil das vor allen Dingen auch eine Erkrankung ist, die vor allen Dingen im hohen Alter immer häufiger vorkommt. Was können wir uns denn vorstellen? Passiert im Kopf, wenn man dement wird? Man muss zunächst erstmal klarstellen, dass die Demenz an sich keine Erkrankung ist, sondern ich möchte es mal eher vergleichen, die Demenz ist eher ein Symptom, also die Folge einer Erkrankung. Vergleichen wir es mal einfach vielleicht mit Atemnot. Also es gibt viele Erkrankungen, die führen zu einer Atemnot und so gibt es auch viele Erkrankungen, die letztendlich zu einer Demenz führen. Das, was wir alle immer hören und was auch in den Medien ja immer auch präsent ist, ist die Alzheimer-Erkrankung. Die Alzheimer-Erkrankung ist aber letztendlich nur eine Erkrankung von mehr als 50 Erkrankungen, die zu einer Demenz führen kann. Es ist die häufigste Erkrankung. Wir gehen davon aus, dass wenn wir jetzt alle dementen Patienten untersuchen würden, dass vielleicht 50-60% der dementen eine Alzheimer-Erkrankung haben. Und die anderen Formen sind ganz unterschiedlich. Das reicht von Durchblutungsstörungen im Gehirn, das reicht von Vitaminmangelzuständen über Hirntumore oder Blutungen. Also das ist ganz unterschiedlich. Und die Demenz an sich ist ein Symptom und keine eigentliche Erkrankung. Was sind denn jetzt Signale, bei denen man hellhörig werden sollte, wenn ein Angehöriger zum Beispiel plötzlich vergesslich wird? Oder was sind da Symptome? Woran merkt man es? Das merkt man vielleicht daran, dass man natürlich Dinge vergisst. Das, was bei einer Demenzform oder es ist auch ein bisschen unterschiedlich von Demenzerkrankung zu Demenzerkrankung, aber bleiben wir mal beim Alzheimer, was wir als frühestes verlieren, ist in der Tat das Gedächtnis. Also die sprachlichen Fähigkeiten und das Gedächtnis verlieren wir. Das heißt, in der Tat, es sind Dinge, dass wir auf der Straße vielleicht den oder im Supermarkt den Nachbarn treffen, dessen Namen wir natürlich eigentlich wissen müssten und uns fällt auf, jetzt würde ich ihn begrüßen und der Name, wie heißt der noch? Und eigentlich sagen wir, den müsste ich eigentlich kennen, diesen Namen. Und das sind so Merkmale, wenn die dann häufiger auftreten, da muss man wirklich überlegen, kann das etwas Krankhaftes sein? Und was war dann der nächste Schritt, wenn man so einen Verdacht hat? Also man testet die geistigen Fähigkeiten. Also es gibt Tests, mit denen man Gedächtnis, Sprache, Aufmerksamkeit testen kann. Da gibt es kurze Tests, die zum Teil auch bei engagierten Hausärzten in der Praxis gemacht werden oder in Kliniken gemacht werden. Das sind kurze Tests, die gehen dann vielleicht Zeitdauer 10 Minuten, 15 Minuten. Wenn die dann auffällig sind, dann gibt es sehr genaue, sehr ausgetüftelte, sehr umfangreiche Tests, die jetzt hier bei uns in der Klinik von einer Neuropsychologin gemacht werden, also Mitarbeiter, die da genau zu ausgebildet sind, diese sehr komplizierten Tests zu machen. Die sind auch sehr umfangreich, dauern 1 bis 2 Stunden. Und diese Tests können dann mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Aussage machen, ist da eine Demenz, ja oder nein. Wenn jetzt so eine Diagnose Demenz dann vorliegt, kann und soll der demente Patient das erfahren und wie kann er damit umgehen? Also es ist so, in der Regel merken die Patienten das schon
früher als wir es vielleicht sogar merken oder vielleicht sogar früher als die Angehörigen es merken, weil natürlich fällt mir das auf, wenn ich im Supermarkt meinen Nachbarn begegne und dann will ich ihn begrüßen und ich weiß eigentlich seinen Namen nicht mehr. Und viele Betroffene entwickeln da auch Kompensationsstrategien, um letztendlich mit diesen Schwächen umzugehen, um es letztendlich auch vielleicht zu verbergen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, das würden wir wahrscheinlich alle so machen. Das heißt, die viele demente Patienten wissen das schon oder spüren, dass das da was ist, was nicht in Ordnung ist. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, viele ahnen es, viele wissen es und kompensieren es und schämen sich sicherlich auch ein bisschen. Und das ist eine sehr schwierige Situation, weil gerade in dieser Phase sollte man vielleicht wirklich drüber sprechen. Ja, wenn es jetzt sich um eine Demenz handelt, die nicht wirklich heilbar ist, was gibt es denn da noch für Therapien? Jetzt außerdem, Sie sagten schon Medikamente, was kann man denn noch tun? Es gibt Medikamente. Es gibt jetzt gerade, wenn wir jetzt über den Alzheimer sprechen, gibt es 4 verschiedene Medikamente, die da eine Zulassung haben, aber die alle nicht heilen. Und wenn es denn gut läuft, das heißt, wenn der Patient auf diese Medikamente reagiert, dann hoffen wir oder dann glauben wir, dass der Patient vielleicht 1-2 Jahre diese Krankheit hinauszögern kann. Also das ist das, was wir momentan glauben, dass man 2 Jahre gewinnt. Mehr leider nicht. Bei den Behandlungsformen, das muss man noch vielleicht einen anderen Teil noch erwähnen, das Zusammenleben in der Familie mit dementen Patienten oder mit dementen Angehörigen ist oft sehr schwierig. Das heißt, es kommt auch, und das ist auch eine Definition der Demenz, es kommt auch zu Verhaltensstörungen im weiteren Verlauf. Dass jeder, der einen dementen Patienten in der Familie hat, der weiß, wovon ich rede. Das heißt, aggressives Verhalten, eventuell Wahn, Persönlichkeitsstörungen. Und oft sind es vor allen Dingen diese Umstände, diese Verhaltensstörungen, die das Zusammenleben mit Dementen sehr schwierig macht. Und auch diese Verhaltensstörungen, die kann man günstig beeinflussen, das sollte man auch, weil das sind oft Gründe, weshalb letztendlich das Zusammenleben im häuslichen Umfeld sehr schwierig oder vielleicht gar nicht mehr möglich wird. Sie sagen es schon, das kann sehr schwierig sein, das Zusammenleben. Deswegen ist es umso wichtiger, die Angehörigen auf irgendeine Weise zu informieren oder auch zu schulen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Da gibt es Schulungsprogramme, da gibt es sehr gute Literatur. Wir bieten das unseren Angehörigen auch immer an und versuchen also auch, da zu schulen und Verständnis zu schaffen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich gehe mit einer Schwester auf Visite zu einem Patienten, es ist vormittags um 10 und der Patient sagt, ich habe heute noch kein Frühstück bekommen. Und die Schwester sagt, na aber doch, denken wir mal einen Namen aus, Herr Müller, ich habe Ihnen das Frühstück doch gebracht und das hat sie in der Tat. Und der Patient sagt, nein, ich habe kein Frühstück bekommen. Und die Schwester sagt, doch, ich habe es Ihnen gebracht. Und da sind wir an einem Punkt, wo die Diskussion eigentlich nicht mehr sinnvoll ist. Und diese Art der Kommunikation mit den Dementen kann man lernen. Wenn ich jetzt einen Demenzpatienten in der Familie habe, stelle ich mir wahrscheinlich die Frage, bekomme ich es auch? Sprich, ist Demenz vererbbar? Wir wissen, dass man kann sogar ein Gen diagnostizieren, das ist das Apolipoprotein-G-Gen. Es macht aber keinen Sinn, weil die Vererbung ist sich nicht so durchschlagend wie jetzt bei klassischen vererbten Erkrankungen. Es gibt sicherlich ein leicht erhöhtes Risiko, aber ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass wenn jetzt in der Familie jemand dement ist, dass man mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Demenz bekommt. Lassen wir es vielleicht mal so stehen, dass das Risiko vielleicht ein wenig erhöht ist, aber nicht durchschlagend, dass man es bekommen muss. Es gibt auch nicht wirklich einen Schutz gegen Demenz, aber es gibt vielleicht etwas, mit dem ich vorbeugen kann. Was könnte das sein? Wenn wir über Vorbeugung reden, dann kommen wir eigentlich zum Anfang zurück. Da müssen wir uns überlegen, wir haben ja nicht die Demenz als Gesamtproblem, sondern wir haben ja gesagt, es gibt viele verschiedene Erkrankungen, die letztendlich in eine Demenz münden. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen etwas tun, dann müssten wir uns dann die einzelnen Erkrankungen anschauen. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben ja gesprochen darüber, dass stetige Durchblutungsstörungen ja zu einer Demenz führen können, dann gilt natürlich, wenn wir da jetzt eine Prävention, eine Vorbeugung machen wollen, dann gilt natürlich dasselbe wie beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall, dass wir also all das tun oder vermeiden, was letztendlich zu Gefäßverkalkungen führt. Das heißt, nicht rauchen, gesund ernähren, Blutdruck und so weiter. Also all diese Sachen. Wobei wir dann aber nur da Prävention betreiben würden bei diesen gefäßbedingten Demenzen. Bei den anderen Demenzformen ist es sehr schwierig. Was wir wissen, ist, dass Bewegung gut tut, dass
gesunde Ernährung gut tut, dass auch sicherlich ein Aspekt ist, dass man, wenn man geistig rege bleibt, dass man sich also wirklich auch geistig beschäftigt, dass das wohl auch eine Demenz hinauszögern kann. Aber ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt ist zu sagen, wenn man nur intelligent genug ist und sich geistig genügend beschäftigt, dass man eine Demenz vermeiden kann. Das ist sicher nicht der Fall. Herr Dr. Treiber, ich danke Ihnen, dass Sie uns so umfassend informiert haben zum Thema Demenz. Gern geschehen. Und ich verabschiede mich jetzt, liebe Zuschauer, aus Treffpunkt Gesundheit. Zuvor aber noch unsere Mondexpertin mit dem Mondkalender. Auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund. Grüß Gott miteinander. Jetzt ist schon fast Ende November und wir haben jetzt eigentlich auch eine ruhige Zeit, wie ihr seht. Mir Hans, du sag kalt, gell? Ich glaube, wir heizen jetzt einmal ein. Und zwar sind Lufttage fürs erste Mal einheizen im Kamin ganz gut. Und zwar ist das ein Wittertag. Löwetag ist jetzt nicht so gut geeignet, ist ein Feuertag, aber das Feuer wird auch schnell angehen. Aber wichtig ist der abnehmende Mond. Dort hat das erste Mal schön einheizen, dann zieht es so sauber durch und es bleibt nicht so viel Qualm zurück, wenn man es dir aufmacht, dass es einen gleich mehr naushaut. Also am abnehmenden Mond in einem Luftzeichen, das zieht nachher schön im Kamin auf. Dann haben wir ja Ende November, das ist für mich ein wichtiger Tag, Andreastag. Da schaue ich auch nach dem Wetter, weil es heißt, wenn es an Andreastag schneit, der Schnee hebt 100 Tage. Ich bin ja Andreas, ich habe das jetzt so eine Weile beobachtet und es trifft auch immer wieder zu, dass wirklich, wenn es an Andreas schneit, dass es einfach 100 Tage wirklich den Schnee da lässt. Dann hätte ich noch was, wo man sich eigentlich was Gutes da kennt. Man könnte jetzt auch Massagen ja auch machen, weil es draußen auch nicht mehr so warm ist. Man genießt die Zeit zu massieren. Wenn man jetzt auch da noch Probleme hat in der Schulter oder in den Fies, da kann man durch Massagen ziemlich was bewirken. Alles Gute haben wir ja gesehen bei zunehmendem Mond dazu führen. Da haben wir vielleicht ein bisschen Öl angesetzt über das Jahr. Das kann man dann auch hernehmen, dass man sich einfach ein bisschen agiler nachher fehlt und die Schmerzen vielleicht ein bisschen wegbringt durch die Massagen. Man kann natürlich auch so Massagen einsetzen zum Ausschwemmen. Bevor jetzt wirklich die ganz ruhige, faule Zeit, sage ich, oh Gott, kann man dann ein bisschen im Körper was Gutes tun und einfach entschlacken. Und so eine Massage unterstützt das auch, wenn das jemand fachgerecht eben anwendet. Das ist irgendwas Angenehmes und so bereiten wir uns jetzt dann für den Winter vor. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, für Gott!